So, hallo zusammen. Wir schauen uns jetzt etwas aus der Welt der linearen Algebra an. Und zwar stellt euch mal folgende vollkommen natürliche Alltagssituation vor. Okay? Ihr seid so unterwegs, das kann irgendein Freund sein, irgendein Bekannter, irgendjemand aus der Familie oder einfach irgendjemand kommt zu euch und sagt, hey, ich habe ein Riesenproblem. Okay? Dann wollt ihr natürlich wissen, was das Problem ist. Dann sagt die Person, ja, ich habe eine Matrix. Ich weiß von dieser Matrix, die ist diagonalisierbar. Also ich kann sie in Diagonalgestalt bringen. Okay? Aber ich soll irgendwie die Matrix hoch 100 nehmen. Ich soll sie potenzieren, soll ich sie jetzt multiplizieren die ganze Zeit. Das ist so aufwendig. Ich komme einfach nicht weiter. Ich habe auch keine Lust, das auszurechnen. Was kann ich machen? Hast du irgendwas, irgendeine Lösung für mich? Okay? Und ihr sagt, natürlich haben wir eine Lösung und mit dieser Problematik, mit dieser Alltagsproblematik, okay, beschäftigen wir uns jetzt. Und zwar schauen wir uns jetzt die folgende Behauptung an. Also wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix, die ist diagonalisierbar. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben eine Matrix S. Manche nennen diese Matrix auch T, das ist egal wie man sie nennt. Wir nennen sie jetzt mal S. Aus dieser Gruppe GLN, das ist die General Linear Group. Das ist die Gruppe aus den Matrizen, die invertierbar sind. Okay, aus den invertierbaren Matrizen. Das ist äquivalent dazu, dass die Determinante ungleich 0 ist. Okay, also es gibt so eine Matrix S, sodass S invers mal die Matrix A mal S ist eine Matrix D. Und diese Matrix D ist diagonal, hat eine Diagonalgestalt. Okay? So, wenn man das hat, dann ist die Folge, dann ist die Behauptung, a hoch n ist einfach s mal d hoch n mal s hoch minus 1. Und d hoch n ist super einfach auszurechnen, weil das ist eine Diagonalmatrix, das ist einfach die Diagonaleinträge hoch n. Okay? So, bevor wir das aber dieser Person sagen wollen, hey, das ist die Lösung für dein Problem, wollen wir es erstmal beweisen. Okay, denn vielleicht will die Person ja auch wissen, naja, wieso ist das so? Und das können wir ihm dann auch beantworten. Okay, also beweisen wir das mal. Gut, also unsere Voraussetzung ist nur, a ist diagonalisierbar, dann gibt es so ein s. Also das heißt, s hoch minus 1 mal a mal s ist d. Gut, jetzt multiplizieren wir mal s von links. Dann haben wir s mal s invers, das ist die Einlassmatrix. Und s von links, s hoch minus 1 von links, dann haben wir s mal s hoch minus 1 und das ist auch die Einheitsmatrix. Das heißt, das was hier steht, daraus folgt, a ist dasselbe wie s von links, s mal d und dann s hoch minus 1 von rechts. Okay, also a ist dasselbe wie s mal d mal s hoch minus 1. Gut, wir wollen aber a hoch n. Okay. Also a hoch n. A hoch n. A ist aber dasselbe wie das. Das heißt, a hoch n ist s mal d mal s hoch minus 1 hoch n. Okay, ja, was ist denn jetzt das? Naja, schreiben wir das mal aus. Das ist s mal d mal s hoch minus 1. Dann nochmal. Mal s mal d mal s hoch minus 1. Und dann nochmal. Und das geht so weiter, und zwar n mal. S mal d mal s hoch minus 1. Also dieses ganze Viech hier, das haben wir n mal. Gut, jetzt schauen wir mal genauer hin, okay? S hoch minus 1 mal s. Das ist die Einheitsmatrix. Das haben wir auch hier. Und das haben wir überall bis hierhin. Hier hätten wir auch die Einheitsmatrix. Also hier würde auch S hoch minus 1 stehen. Und auch hier. Und dann mal D. Gut, D mal Einheitsmatrix. Das ist, hat ja die Eigenschaft, das ist das neutrale Element. Okay. Und dann haben wir D, steht ja hier N mal. Und dann steht doch ganz genau das, was wir haben wollen. Hier haben wir die Einheitsmatrix. Das heißt, hier haben wir dann d mal d mal d mal d mal d n mal und hier haben wir noch s und s hoch minus 1. Also es ist nichts anderes als s mal d hoch n mal s hoch minus 1. Ja,
Und das war hier zu zeigen. Und dann kann man dieser Person wunderbar helfen mit dieser Form. Okay? Gut. Dann bin ich auch am Ende. Naja, also man muss die Matrix auch diagonalisieren. Also das setze ich mal voraus, dass man das kann, dass man dann auch die Matrix S und S auf minus 1 herauskriegt. Okay? Es ging jetzt wirklich nur um die Formel, dass es um die Potenz geht, dass man einfach diagonalisieren soll und dann auch N ist dasselbe wie das. Okay, gut. Dann bin ich auch am Ende. Ich hoffe, das hat was gebracht. Das hilft uns auch jetzt in unserem Alltag. Okay, gut. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.